Moin, moin, Leute. Ich begrüße euch recht herzlich zur 18. Folge meiner Bounty Hunter Karriere. Mit dem letzten Patch, dem 3.12.1, wurde die komplette Reputation wieder zurück auf 0 gesetzt für die Bounty Hunter Karriere. Und da bin ich dabei, das Ganze wieder in Ordnung zu bringen. Und in dem Sinne würde ich mal sagen, da schnappen wir uns doch mal ein paar von den bösen Buben. Also ab in die Vanguard und los geht's. Ach ja, stimmt. ECN-Alert habe ich da noch offen. Aber der dürfte zeitlich schon abgelaufen sein, weil das war schon eben knapp. Thank you. And please visit again. So. Vielleicht geht es ja doch noch. Rollen hier. Doch, jetzt. Ja. Sehr ominös, weil beim ersten Punkt sind wir ja. So. Dann mal auf Naita. Schauen, ob wir den noch kriegen. Aber ich denke mal, die Zeit ist ein bisschen knapp. Aber egal. Versuch, mach klug. Waffen. Ja, das Schild. Ja, komm. So, bei den Waffen. Auf 1, auf 1, auf 0, auf 0, auf 1 und 1 und okay. Jo, so soll's sein. Ja, das hier ist ein ECN-Alert, den ich eben aus Versehen angenommen hatte. Gucken wir einfach mal, ob er noch erfüllbar ist oder... So, bremsen wir mal in Nähe. Da haben wir dann auch den ersten Feind. All channels, my ship is being attacked. Need assistance, over. Eine Kappe ist. So,
der nächste Feind. Da hinten. Ja, bleib schön stehen. Zack. Da habe ich doch nichts gegen, wenn ihr mir das einfach macht. Jo. Da haben wir noch eine Cutlass Black. Ja, die waren dann ja mal einfach. Da gibt es die 21.000, die haben wir auch gebraucht. Dann schauen wir mal nach der nächsten Mission. So, und jetzt eben halt, wie gesagt, Bounty Hunter Missionen. Nehmen wir die. Die. Und die Corp Arms. War auch. Oh. Crack. Warum hat er sein Helm nicht auf? Scroll, 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 da kommt nichts. Probieren wir es damit nochmal. Das ist doch irgendwie komisch. Seite rüber. Punkt. So, na, der ist ja zumindest mal schnell erschienen. So, er fliegt eine Hurricane. Das war er. So. Checken wir jetzt. Da haben wir mal Glück gehabt mit dem Weg.
So, eine Walküre. Hübsche Explosion, zack. Jetzt wieder in irgendeine Richtung Gas geben. Gucken, wo wir hinspringen können. Da hinten wäre doch wahrscheinlich besser. Was ist das? Ich wollte schon sagen, der geht gar nicht in den Quantumsprung rein. Und zappelt nur rum und geht dann einfach kaputt. So. Everest Harbor, müsste es dann hier sein. Hier. Probieren es von da aus. So. Jetzt einmal kurz landen und aufstocken und reparieren. Tower rufen, landen dürfen. Ja.
So, Fahrwerk raus. Was? Weg. Okay. Versuch Nummer 2. Landing complete. Have a pleasant stay. So, dann probieren wir es nochmal. Da gibt uns ja jetzt Munition, wenn wir vernünftig landen. Please proceed to assigned landing bay. So, diesmal lasse ich ihn erst komplett zu Ende landen und probiere es dann aus. Landing complete. Have a pleasant stay. So. Ja, geht doch. Macht man sich warum nicht gleich beim ersten Mal vernünftig? War ich ein ganz kleines bisschen zu früh. Aber ja. Ach Mensch, Zwecke. Immer wieder dieses mit der Karte. Ist doch.
Langweil. Ich meine, dass ich... eins. Drei. Schubs. Blick. Er lässt sich wieder nicht zentrieren hier. Warte, auch nicht scrollen. X. Das machen wir aus. Neues. Ist er jetzt ausgegangen? Hab's doch kurz gesehen. Also da müssen sie wirklich noch ordentlich dran arbeiten. Aber sowas von dran. Yay. So. Immer viel zu viel hin und her geklicke, bis man die blöde Karte mal erwischt hat. Ist einfach und eingewängert worden. Schilde mal vorne fokussieren. Erstmal in irgendeine Richtung. So. Wer war's? Jo. Erstmal OM1 hin. Damit sind wir aus dem Einzugsbereich des vorigen Bounties heraus. So. Zack und gibt's ja nicht. Map mal sofort da. Ein Wunder. So muss das immer. Das ist der Gegner. Eine Valkyrie. Ja.
Die haben ja nicht wirklich viele. Oder? Ja, doch. Gegner ist doch schnell tot. So. Next. The next one. Erstmal in eine Richtung, irgendwo weg. Da kommt Karte. Karte öffnen. Ja, dafür. Ich bin kurz disconnect. Oh. Ja. So, jetzt Karte erneut. Doch mal irgendwas. Oh, jetzt sagt er 30.000. Toll. Nun ja. Von einem 30.000er erwischt, würde ich mal sagen, da wir ein ECN erledigt. 1, 2, 3, 4 Aufträge auf die Schnelle erledigt haben in unter einer halben Stunde. Da würde ich mal sagen, das langt. Und wir probieren es an die Tage nochmal. Damit unseren Ruf bei den Bounty Hunters weiter auszubauen und somit an die Miles Eckert Mission wieder ranzukommen, wenn sie denn überhaupt noch gerade im Spiel sind. Das wird man dann ja mit der Zeit feststellen. Und zum anderen, ja, das Event, das Xeno-Event, daran teilzunehmen, wäre auch nicht schlecht, wenn man da eine Einladung zu bekommt. Ja. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Ihr schaut mal wieder rein. Ich sag bis dann. Zur nächsten Folge. Und ja. Wie gesagt, dann mal tschüss. Bis denne dann.